Ach übrigens, setzt eure Kinder nicht vor die Malbücher und geht's weg. Setzt euch daneben. Ich weiß, es ist eure Zeit, aber es ist eure gemeinsame Zeit. Und wenn's rausmalt, schimpft es nicht. Wenn's hudelt, also quasi schnell macht und kritzelt, schimpft es nicht. Sondern nehmt einfach einen Stift und malt's vor. Ich kann mich erinnern, meine Mama hat das mit mir gemacht. Und sie hat so wunderschön gleichmäßig gedrückt, gemalt und exakt in der Linie eingehalten. Und ich war total fasziniert. Fasziniert, wie sie das kann. Und ich wollte sie ihr nachmachen. Ich wollte auch so schön malen können. Auch so schön gleichmäßig diesen Druck herkriegen, damit diese Einheitlichkeit gegeben war. Und ich denke bis heute dran und ich bin schon ein altes Mädchen. Also, setzt es nicht allein einfach nur hin, weil es bequem ist, dass es beschäftigt ist, sondern nutzt diese Dinge. Kinder lernen über mehrere Tools, übers Auge, übers Hören, über diese Gruppendynamik, über diese Emotionalität, übers Tun. Also es gibt mehrere Tools, die dann angesprochen werden, wenn es mit euch gemeinsam so ein Buchstabe ausmalt. Teil 1, wie gesagt, kann man im Shop bestellen. So, und jetzt erzähle ich euch aber weiter.